Junge, wie stacked ist diese Lobby bitte? Look at this shit. Look at this shit, Chat. Sigenda, Makun, Larsen kommt, Soils, Adam, Linzers, WTO, Noah und Jun. Gehen rein in Champ Select. Perfect Timing. Ich glaube, wird ein Banger. Das wird ein richtig knackiges. Alter, geil, dass sich die Lobby so gebildet hat. No joke. Aber wir haben ein paar wilde Lobbys auch mit ein paar Prime League-Spielern, was auch cool war. Für Leute, die wir aus der Prime League kennen, aus der Vergangenheit kennen. U-Masters und Co. Und jetzt haben wir hier eine komplette LEC-Inhouse-Lobby. Marokkaban, wir rechnen eigentlich auch viel mit Varus, Rumble, Kalista, Nocturne. Die Champions, die wir bisher in den anderen Lobbys am meisten gewandt gesehen haben. Mal gucken, ob die LEC-Jungs sich da anders orientieren. Kann mich eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass sie das tun, aber maybe. Also, let's see, was hier passiert. Aber, also eigentlich, Red Side muss gewinnen. Oh, wenn Red Side nicht gewinnt, ist Lacher. Komplettes Rogue-Line-Up gedraftet, ist verrückt. Ich habe mal geguckt auf meinen Cheat. Ich habe auf meinen Cheat-Cheat geguckt, um nochmal ganz sicher zu gehen, dass wir wirklich das komplette Rogue-Line-Up haben. Ne? Aber Sigenda, Makun, Larsen, kommt, Zoe. Das sind alle Rogue-Spieler auf der Red Side hier angetroffen. Bisher haben wir auf Red Side noch nicht einen einzigen Gewinn heute gesehen. Ich glaube, Blues hat alle Games gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Mal gucken, ob Rogue gegen quasi ein random zusammengewürfeltes Team was machen kann. Mit einem BDS-Spieler, hier Team Erratics, ehemalig Fnatic. Interesting. Also, obviously steht jetzt bei keinem von den Spielern auf der rechten Seite Rogue, aber das liegt halt daran, dass die Org ja Koi ersetzen wird, obwohl sie davor ja Koi ersetzt haben. Die swappen quasi mit dem Namen zurück, weil Iba-I rausgeht. Und ja, aktuell ist Kalista open. Mal gucken, ob der noch gebannt wird. Ansonsten ist es ein sehr logischer First Pick für Noah. Noah ist auch eine gute Kalista. Lucian rausgebannt. Wir sehen sehr viel Lucian Midlane in diesen Spielen. Let's see. Any-Bun, also quasi ein Open-Bun, heißt Comp und Souls sagen, sie wollen gegen Kalista spielen. Sie lassen den Champion bewusst offen. Jetzt auch so, jetzt können so wilde Mind-Games starten, Chat, wisst ihr? Ich würde mal quasi sagen, das Rogue-Line-Up lässt bewusst sowas wie Kalista offen, um der Welt zu zeigen, am 13. Januar könnten wir es auch offen lassen. Weil sie wissen ja, das Game wird gerade gestreamt von verschiedensten Leuten. Also, Kalista hier bewusst offen gelassen, das ist natürlich der denkbar beste First Pick eigentlich. Wenn du Kalista hier nicht mitnimmst, dann geht Redside, Kalista, Renata, Rell Flex Pick. Rell ist mit 88 Picks der meist priorisierte Champion. Wird auf Jungle Support nach wie vor geflext, aber wow. Vielleicht weiß ich einfach, vielleicht priorisiert die LEC auch einfach Kalista gar nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Wow, keine Kalista-Prio. Die wissen etwas, was ich nicht weiß, Chat. Bisher ist Kalista der wichtigste AD-Carry gewesen, gemeinsam mit Varus in Lane. Nicht in der LEC-Hinaus-Lobby, das ist doch geil. Das ist eigentlich der Traum, wenn wir eine andere Priorität sehen, als vielleicht in den anderen Lobbys. Dann ganz kurz die Stats checken gehen, Sekunde. Weil bisher, let's see, hatten wir was? Wir hatten Kalista mit 73 Games, Varus mit 73 Games, Jhin mit 77. Kalista und Varus aber natürlich noch deutlich häufiger gebannt als Jhin mit 89% Pick-Bann insgesamt. Sehr, sehr hohe Priorität auf den beiden Champions. Und hier werden sie, boah, wird die Kalista ignoriert. Bisher nicht üblich aus den Champions Queue Games, die wir gesehen haben. Das geht gegen die Statistik. Mal sehen, was uns Rogue hier anbieten möchte. Sarah Khan und gib ihm. Wir danken dir, Master Manta. Vielen Dank für den Start. Mal willkommen. Danke dir. Concentrated power of will. Ist Jhin oder Mythic nicht übel broken? Also es gibt viele Champions, die davon profitieren und andere, die darunter leiden. Kommt ganz darauf an, was du halt brauchst. Gerade viele der Bruiser Toplaner leiden darunter, weil der Divine Sandra halt verschwindet, ne? Aber ja, also Jhin mit so Stormraiser-Item-Bild und sowas. Also was ist der most populäre Bild hier auf Jhin? Wir können gucken. Was kaufen die Jhins der Welt? Die Jhins gehen für... was? Ich weiß leider nicht, was das Item ist hier. Yumus, Stormraiser, Essence Reaver Collector als First Item. Sind halt auch nur 77 Games, das ist nicht so viele. Weiß ja nicht, was das hier ist. Das sieht aus wie, so wie Rage Knife auf Crack. Hat aber auch nur 40% Winrate, also scheint nicht so gut zu sein, lol. Stormraiser First. Vielleicht überlegen, who knows. Dann die Cradelio. Final Finance, hat mal willkommen. Dongene, mein Dude. Das ist der Dustbelt-Ersatz. Oh, habe ich noch nicht ganz auswendig gelernt, aber deswegen sind wir hier. Gemeinsam lernen, gemeinsam gucken, was fürs neue Jahr relevant wird. Ja, natürlich Lissandra als Oldschool-Counterpick gegen die LeBlanc, auch ein Champion, den Lars sehr viel gespielt gut. Hat. Daumen hoch. Absolut gut sinnvoll. Sowohl im Pro-Play als auch in Solo-Queue sind Charakter, den wir alle kennen, gegen die LeBlanc. Und Larsen ist dann in seiner Karriere auf jeden Fall auch gut bestückt gewesen. Der Mann ist ja seit Ewigkeiten am Start. Früher hat er gegen mich gespielt in der britischen Szene. Da haben wir unter anderem, was war das?
das war Birmingham Insomnia oder so gegeneinander gespielt. Banger. Der Mann ist ja aber seit Ewigkeiten jetzt in der LEC und er hält sich auch permanent sauer. Und das mit gutem Grund, denn er ist ein sehr konsistenter Spieler. Nicht immer der Most Clutch-Spieler. Also du glaubst nicht, also wenn du behind bist, verlässt du dich nicht unbedingt auf Larsen, sondern er ist eher consistent und er wird nicht behind fallen. Das ist so sein Playstyle mehr. Er ist nicht derjenige, der den Fight von behind carried. Aber er ist immer ein Fels in der Brandung. Das braucht man auch oftmals für ein Rückgrat des Teams, damit jemand anderes carrying kann, wie eben Makun oder Komp, die durchaus mehr Playmaking-Playstyles verkörperlichen. Vielen Dank, ja, Schalo, vielen Dank für den Zeit, aber willkommen. Tolkien, gibt es schon Insights von den Pros bezüglich der Änderungen, wie es sich anfühlt, etc.? Ja, das siehst du jetzt hier die ganze Zeit, ne? Die Insights der Pros. Deswegen gucken wir ja Champions Queue. Wir sehen ja, was die Pros denken. Wenn sie denken, Top Lane ist OP, dann draften sie Top Lane Champions und ganken Top Lane. Wenn sie denken, Bot Lane ist OP, dann diven sie Bot Lane. Aktuell ist so die Devise, die Pros spielen, dass Top Lane wird oftmals Tank gedraftet oder halt Self-Sufficient Bruiser, so Renekton Aatrox. Und dann hier in dem Game sehen wir jetzt einen Sion von Adam. Und währenddessen wird der Botlane permanent gedived, weil halt Botlane so leicht zu diven ist. Vor allem auf Red Side. Deswegen ist das unglaublich relevant, dass Botlane halt gegankt wird. Und das ist das, was die Pros zu denken scheinen. Jedenfalls spielen sie das so. Mal sehen, wie diese LEC-Lobby sich jetzt verhält. Danke dir, Carryfry. Vielen Dank für deinen Zeit. Mal willkommen. Danke dir. Lars ist so ein richtig typischer Control-Mate-Spieler. Ja, aber er ist, würde ich sagen, mehr consistent als andere und dafür weniger Clutch als andere. Zum Beispiel nimmt Freddy. Ich würde sagen, Freddy ist weniger consistent als Larsen. Er wird in einigen Matchups zurückfallen, wo Larsen nicht zurückfallen würde. Aber dafür ist Freddy auf Corki im Late Game X-Faktor. Und der macht auch mal Mobinai mit dem Package, während Larsen in die Fountain reinfliegt. Ich sag's nur. Ah, das haben wir mal gesehen. War ein verrückter Play. Da würde ich Freddy zum Beispiel sagen, ist ein bisschen mehr Clutch als Larsen im Vergleich. Aber gibt's schon nochmal Variationen der Spieler. Aber natürlich, Control-Mate-Spiele sind im Endeffekt recht ähnlich zueinander. LM spielt ein Tank oder wird es ein AD Sion? Tanks scheinen sehr OP zu sein. Sunfire Cap macht wieder sehr viel Schaden und du kannst auch sogar der Titanic Hydra Variation gehen auf Sion und auf Shen und so. Denn der Titanic Hydra gibt wieder ein Auto-Deck Reset so wie früher. Das heißt, auch das ist wieder interessanter geworden. Da gibt es eine Menge Potenzial, Tanks zu picken und sie früh durch die Draft durchzubekommen, ohne gepunished zu werden. Hier natürlich wurde Sion gepunished. Der Tennis-Pick Gwen ist absolut lästig für Sion, keine Frage. Bambadat. Wer ist der neue Support von Fnatic? Das ist ein junger Mann aus Korea, der heißt einfach Jun, genau wie der Caster. Der ist hier noch mit Fnatic Generic 15 betitelt, weil sein Name noch nicht geändert wurde, aber er ist der neue Support von Noah und ich hoffe, dass der Bro auch recht zügig Englisch lernt, denn Noah kann ja schon recht gut Englisch. Und wenn die beiden dann mit Fnatic gut kommunizieren, dann wird es angenehm sein, für die Botlane da ihren Job zu machen. Und da wird Noah ihnen auf jeden Fall auch helfen können. Generell mag ich diese Art der Imports. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut für Europa, wenn wir wieder mehr koreanische Imports haben. Das hat uns schon einmal sehr gut getan. In 2015, 16, 17 hatten wir viele Top-Talente oder gute Talente aus Korea, die der Szene sehr geholfen haben. Die Szene auch dominiert haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Splits in Folge Expect und Trick mit G2 die LEC gewonnen haben. Und dann nach ihnen kam Huni Rainover und sind 18-0 gegangen mit Fnatic. Den legendären 18-0-Split, wo Fnatic nicht ein Game verloren hat. Also das war auch heftig. Und dann hatten wir Gorilla, wir hatten Igna mit der legendären Series 3-2 mit Power of Evil, mit Alfari, mit Igna, mit Hans Sama und Deva Jungler. Weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall haben die 3-2 verloren. Ganz knapp gegen SKT, das war auch crazy. Und diese Talente können der Szene helfen, sich wieder, also sich quasi, dass die Szene mehr arbeitet, disziplinierter ist, mehr scrimmt. Weil da sind Koreaner noch ein bisschen anders drauf von der Art und Weise, wie viel Zeit sie in League reinstecken. Und dann können wir vielleicht in ein paar Jahren dann Talente in der Szene haben, die dann alleine oder eigenständiger aus Europa gut sind. Das haben wir 2018, 19 gesehen mit Fnatic G2. Ist nicht unbedingt nur deswegen der Fall, gab auch viele andere Gründe, maybe dafür, ist nur Spekulation von mir. Aber ich finde, einige Imports helfen der Szene durchaus. Was ist das für ein Support-Item? Das gibt 3 Gold alle 10 Sekunden, transformt später, wenn du genug deine Quest durchgesteckt hast, zu verschiedensten Items, die du auch noch anders kaufen kannst. Ich bin ehrlich mit dir, ich hab's noch nicht komplett verstanden, aber später gibt es dir 5 Gold pro Sekunde, ist quasi Philosopher's Stone und recht interessant. Ich hätte auch ehrlich gesagt gedacht, dass Riot Games diese Season, vielleicht machen sie es nächstes Jahr, Toplane ein Quest-System gibt, weil Toplane oder generell die Rollen, die immer am Game schwerer teilnehmen können, haben einfach Quests bekommen von Riot Games. Bei Support ist es so, stack das Item voll, kriegst Wards. Bei Jungle ist es so, stack das Item runter, kriegst bessere Smite-Systeme, bla bla bla. Oder nur du darfst das Item kaufen bei Jungler oder was auch immer. Du darfst den Summoner-Spell haben, wie auch immer.
Und ich würde es richtig cool finden, wenn Toplane halt so, du solo-killst deinen Gegner, du hast 20 CS-Lead, du hast zwei Platten bekommen, was auch immer, Teleport wird unleashed. Also quasi, du musst Landing Phase gewinnen oder gut spielen und da wirst du dafür belohnt. Das würde ich sehr cool finden und mal sehen, wie es stattfindet. Denn jetzt ist der Toplane isolierter denn je. Die Wand hier oben ist weg. Der Busch ist alles, was contestet werden muss. Die Lane ist jetzt sehr viel härter zu ganken, super isoliert. Auch weil hier die Wand noch dasteht, ne? Du kommst ja nicht durch die Wand durch. Hier ist auch keine Wand. Ganz anders ist das Ganze auch Botlane. Da fehlt die Wand hier, hier und hier. Heißt, well, Redside kann gedived werden auf sehr einfache Art und Weise. Das wird sie auch. Oder Gromp wird halt invaded. Oder Blue Buff, weil du halt einfach so leicht invaden kannst. Das geht auf Blue Side deutlich schwerer durch die Art und Weise, wie halt die Wände funktionieren. Und, Das isoliert Toplane mehr denn je, was auch cool ist. Denn die meisten Leute mögen ja so die Toplane, ne? Das ist immer wieder ein Aspekt, den ich nicht genug benenne. Ich bin zwar in der Schule groß geworden, wo du halt viele für Drachen gefightet hast als Toplaner. So Marin 2015 ist ja mein Idol-Toplaner. Aber die meisten Leute mögen ja Yone, Toplane, Yasu, Fiora, Riven und dann einfach, du saugst halt Ressourcen auf und spielst dein 1v1. Du willst nicht wirklich teamfighten, du willst 1v1 spielen. Da bin ich einfach anders gesinnt als andere Toplaner und das ist okay. Da muss man halt adaptieren. Und wenn man nicht adaptiert, ist man einfach ein schlechter Spieler. Von daher stink ich, wenn ich da sauer bin. Ich bin einfach ein schlechter Spieler, wenn ich sauer bin, dass ich nicht teamfighten darf. Aber immerhin habe ich deswegen Splitbush gelernt. Denn ich, teamfighten ging ja nicht mehr. Wurde ja removed basically, also habe ich angefangen zu splitbushen für Topliner. Let's see what happens. Denn jetzt wird Bots halt invaded, beziehungsweise Makun ist wieder bei Midlane zu ganken. Jhon und Noah wollen den Bot den reinpressern. Guckt auch vor allem auf Lynzas gleich. Der Mann ist fertig mit Camps. Könnte nach dem Lab-Buff bereits zu Crux oder Gromp invade gehen. Und keine gesagt, Wave Botlane und jetzt WTO angegangen. Toplane auch Action. Larsen flasht über den Proc hinüber. Wird trotzdem gesolo-killed. WTO. Distortion wurde geflasht, aber doesn't matter. Sehr, sehr stark. Trotzdem 1-1 fällt und Sigenda ist beinahe tot. Er hat damit gute Arbeit oben. Wenn er seine W noch eingeflasht hätte, sein Soul Furnace, könnte er sogar für den Kill gehen. Und jetzt beginnt der Spaß, Leute. Jetzt geht's los. Lynzas geht durch die Wand durch, die jetzt da entstanden ist. Und der Gromp wird invaded, Blue wird invaded, denn du hast Botlane Priorität. Und jetzt beginnt der Fistfight. Der Fistfight hier, der Fistfight hier. Jetzt kommt natürlich immer dein Support dazu. Jhon bewegt sich. Währenddessen Noah kann es auch dazu rotieren. Und Blue auf einmal nicht mehr Makuns. Deswegen Botlane Priorität wichtiger denn je. Denn der Botlane Jungle ist so leicht angreifbar. Und der Botlane Turm ist verwundbarer denn je. Und guckt euch die Scheiße an. Das ist basically das, was wir fast jedes Game sehen. Alle Camps werden invaded, alle Camps werden contested. Und wenn du fertig bist, wird Botlane gedived. Lynzas kriegt jetzt Blue Buff. Gromp vielleicht noch oben drauf. Und, well, wenn du keine Prio hast, dann ist halt dein Jungler fucked. Jetzt dein Jungler muss basen, weil er nichts mehr Botlane hat. Aber er will nicht basen, weil, well, dann wirst du gedived. Heißt, genau, jetzt ist der Base gegangen. Du kannst noch Krabbe spielen oder den Dive anspielen, denn die Wand ist weg. Und du gehst für den Dive, kriegst zumindest jetzt Flash und Peng. Eigentlich well played an das Random-Team der LEC. Denn rechts haben wir komplett Rogue. Und links haben wir Spieler verschiedenster Teams. Trotzdem Noah beinahe tot. Aber das ist das Game, was wir mit Varus Kalista primär sehr viel sehen. Und der beste Weg dagegen zu spielen für Red Tide ist natürlich, du draftest quasi Champions, die gar nicht reingepusht werden. Du gehst da Laning Phase starke Champions. Varus Kalista. Wenn du einmal Priorität genießt, hältst du sie und dann wirst du halt nicht invaded, weil du halt Prior hast. Aber wenn du einmal unterm Turm bist, dann bleibst du unterm Turm. Richtig stark gespielt von Lynzas und den LEC Randoms in dem Team, was sie gegen Rogues Lineup geschafft haben. Schön invade, beide Camps weg, Dive, Botlane, Strong. Und jetzt natürlich die Frage, swappen die Jungs für die Void Grabs, ne? Jhon ist auf dem Weg Richtung Topside. Bin ich auch bereits mitten geswappt worden von Soilis, der hier Larsen abgesichert. Wie spricht man Soilis aus? Spricht man das so aus? Soilis? Soilis. Zoe. Soilis. Keine Ahnung. Ich möchte den Bro nicht disrespekten, aber ich bin mir nicht sicher, wie er heißt. Mal gucken, wie die Void Grab Priorität aussieht. Von Gilius haben wir gesehen, super schnell und viele Void Grabs wurden contestet. Mal sehen, wie hier die Jungs das in Game Nummer 4 des heutigen Tages angehen werden. Massane. Oh, das sieht an toten Zombie-Sound oben aus. Lol. Ein kleiner Bowsens Lord Death. Sie gerne mit einem Easy-Solo-Kill. Adam slappt ihn ein bisschen, aber ja, I mean, das ist ein Easy-Kill. Er hat kein TP. Er hat immer einen Unstoppable Onslaught, um zu Lane zurückzukommen, aber trotzdem ärgerlich. Jetzt der nächste Bot in Fistfight. Void Grabs werden ignoriert. Wenn ihr euch erinnert an die Win-Challenge, wo Crapo mitgeholfen hat, da meinte er, den Scrims, die er gesehen hat, gibt es ganz selten mal Teams, die 5-30 hochswappen für die Void Grabs. Die meisten Teams ignorieren die und wow, sie fighten halt Botlane. Um die Priorität, um den Drachen und um Platten und um Invades, um Gromp etc. Auch hier ist das der Fall. Die Void Grabs werden erstmal ignoriert. Keinen jucken sie. Aber vielleicht kann jetzt demnächst Adam einfach in Void Grab Solo gehen, ne? Die Dinger haben halt wirklich keine AD. 25 AD machen kein Damage, sondern kann einen töten und einfach weggehen. Wäre auf jeden Fall interessant, wenn er sich dafür entscheiden würde.
Was hat die Gwen da? Gute Frage, mein Dude. Ach, das ist Haunting Guys. Oh, das ist so cool, ne? Haunting Guys in Tunesha's Tooth oder Riftmaker. Und du bleibst darauf sitzen und baust es später zu Leandris aus. Denn Leandris ist einfach gereworked worden zu dem, was es früher war. Generell ganz viele Items sind wieder das, was sie früher waren. Tiamat, Titanic Hydra, Ravenous Hydra. Alles wieder die alte Aktiva zurückbekommen, etc. Haunting Guys ist wieder ein Topline-Item und Leandris ist kein Mage-Item mehr, sondern wieder ein Bruiser-Item. Für Rumble, für Mordekaiser, für Gwen, für Sylas, für Kennen, für Swain. Sehr, sehr geil. Das ist die alte Haunting Guys. Schönes Smite von Makun. Er stirbt zwar und Lynzas hat gut seinen Keepers Verdict benutzt, um rauszuholten. Aber dennoch kriegt man hier den Kill. Und das ist das, was wir die ganze Zeit sehen, Leute, ne? Der Gromp, wenn er spawnt, wird contestet. Und wenn du einmal die Priorität über Gromp und den Contest hast, weißt du, wann der nächste spawnt. Er ist bei jedem Spawn da und das ist einfach lost für Gromp zu spielen. Denn er kann nicht den Turm hitten, er kann nicht die Minions farmen und das kann jetzt die ganze Zeit so weitergehen. Und dann mal gucken, ob er die Antwort von Rogue ist, dass sie vielleicht Topset versuchen, die Void Crabs mitzunehmen. Erdem hat da gerade gedeboardet und kriegt damit Info auf Makun. Aber ich glaube, er wird jetzt, ja, er wird sie nicht hier machen können, oder? Er hat actually Zeit. Wenn ihr auf Top Wave guckt, die Wave Bounce, er hat Zeit für den Void Crab, wenn er will. Aber scheinbar ist es nicht worth, Void Crab zu nehmen. Oder? Doch. Oder? Er hatte schon Zeit hier auf der Wave. Weil er hat auch nicht viel Damage, though. Aber das Ding ist, die kleinen Dinger stacken ja Sirens Passive. Also vielleicht ist es schon worth, dass du die einmal hittest, damit die kleinen Dinger beschworen sind und dann kriegst du halt deine Passive. Wäre auch gut. Maybe. Jeder kleine Ding, kleines Ding ist davon Kills sind halt 4 Leben fürs gesamte Spiel. I don't know, might be interesting. Vielleicht macht das aber erst, nachdem er Barmy Sind hat oder sowas, dass er halt ein AOE-Spell oder ein AOE-Item hat, der die Dinger killen kann. Ja, wir sehen super viele Blanc auch ebenfalls. Aber meistens mit Storm Raider First Item, ne? Also Storm Surge First Item und dann Shadow Flame. Aber soweit ich weiß, baut sich Storm Surge nicht aus einem Mana-Kristall. Also kann hier WTO sich gar nicht für Storm Surge entscheiden, wenn er diesen Item-Bild anspielt. Ey, danke dir Holz für den 10. Mann. Vielen Dank für den Support. Was ist das Item von Lee? Das Item von Lee ist quasi ein Phage ohne Passive. Es gibt einfach halt ihr Leben und AD, aber keine Passive. Auf die Sinn sehen wir meistens Spear of Chojin, manchmal Eclipse, manchmal Black Cleaver. Aber davon haben wir von Gilios Thundered Sky gesehen, was Thundered Strike, wie das Item heißt. Ich glaube, Spear of Chojin ist bei weitem das beste Item auf die Sinn, weil es halt so schnell hochstackt. Das Spear of Chojin gibt dir jetzt mehr Damage, wenn du Fähigkeiten triffst. Pro Fähigkeit kriegst du 3% mehr Schaden, das deckt sich bis zu 4 Mal, also 12% Bonus Damage. Und diesen Stack ist halt sehr, sehr schnell, weil er halt auf jedem Spell 2 Spells hat. Macht halt Q und kriegt. Er hat halt basically 2 Qs. Das heißt, er stackt das Item sehr schnell durch. Aber vielleicht sagt sich jemand cool, er will ein anderes Item, First Item testen. Oder vielleicht baut sich jetzt Bureau Chojin aus diesem Tunneler-Item. Ich weiß es nicht. Das werden wir herausfinden, wenn die Season wirklich hittet. Wir lernen hier gemeinsam. Larsen doppelrooted. Ethereal Chain sitzt gut, aber der antwortet darauf gegen das Keeper's Verdict. Mit dem Eisgefängnis. Frozen Tomb rettet ihn dort. Das war echt auch close, no? Also, er hatte sowohl Keeper's Verdict als auch den Kettenproc gerade so überleben dürfen aufgrund dessen. Wollt ihr dann lassen? Schön gemacht. Und jetzt geht's weiter, Leute, ne? Ihr seht Gromp spawnt. Ihr seht, da ist ein gelbes Zeichen auf der Karte. Und wisst ihr, wo der Jungler ist? Richtig, der läuft zum Gromp. Jedes einzelne Mal. Und das ist alles, was zählt. Scheiß auf Void Grubs, die sehen zwar cool aus, aber das hier zählt, Leute. This is hot shit. Alle fighten dafür und Larsen hat halt keine Prio. Das heißt, er ist noch nicht gemoved, der pusht gerade die Wave durch. Mit anderen Worten. Veto war da und kann das Ganze invaden. Und ja, Toplane ist halt einfach isoliert. Und Adam geht ein bisschen für den In-Play-Style. Und wieder, ne? Der Gromp ist noch ab im Leben, Leute. Der Gromp lebt noch. Toplane beinahe Solo-Kill. Kommt Adam raus? Maybe. Wichtiger Botlane-Fist, weil der gerade so auch dadurch den Jungler erstmalig ermächtigt, seinen eigenen Jungle zu clearen. Seinen Gromp mitzunehmen. Erster Gromp, den Makun haben durfte, dieses Game. Not bad. Und eigentlich ist hier Rogue recht happy. Also Toplane sieht so gut aus. Ja, in Gold sind sie ein bisschen behind. Da sind really matter so sehr, weil, wow, ist okay. Wenn Ciri im Early Game ein paar Kills bekommen hat, ist es nicht fantastisch, aber auch nicht terrible. Du hast einen Drake erhalten, du kannst gleich spotten, wenn du möchtest. Wir sollten jetzt aus Base eigentlich sehen, dass Zoelis zu den Void Grubs läuft und du dann die ersten drei anspielen solltest hier. Die neue Map sieht ja so eklig aus, findest du? Ich finde die Änderung eigentlich ganz cool. Es sieht halt ungewohnt aus fürs Auge, weil wir uns seit 13 Jahren an was anderes gewöhnt haben. Aber ich bin immer Fan von Veränderung. Veränderung ist der einzige Grund, warum League of Legends noch ein Spiel ist, das viele Leute kennen und viele Leute gerne spielen. Jetzt sehen wir den typischen Swap. Ne? Sehr, sehr populär natürlich. Es ist auch das, was Cadwell viel gesagt hat in seinem Tierlist-Video. Riot Games hat Void Cups eingeführt, weil sie halt wollten, dass Leute das Top-End-Impact hat. Aber realistisch gesehen ist halt einfach Überzahl so viel wichtiger als einen starken Top-Lander zu haben, dass du einfach immer lieber zwei Champions da hast als nur einen.
Heißt, was machst du für das Objective? Du swappst. Top-Laner werden weggeswappt von der Action. Und die Leute swappen hin zur Action. Und jetzt werden die Void Cups gestartet. Denn deine Support- und AD Carry Lane ist da. Und Top-Laner hat nichts damit gemacht, nicht damit interagiert. Top-Laner wird immer weggeswappt von der Action. Und der Spaß geht hier an die Boys, sobald sie hochgeswappt sind. Ja, du kriegst, wenn du drei Void Guard kriegst, kriegst du mehr prozentualen Schaden auf Turrets, True Damage an Turrets. Und wenn du 5 von 6 bekommst, dann spawnen gleich nochmal weitere ein paar Minuten. Dann kriegst du sogar extra Bonus-Creeps beschworen. Das sind quasi so, kann man sich vorstellen, wie das alte Zizzyrop Portal. Kriegst du quasi Bonus-Creeps auf jeder Wave, wenn du den Turm hättest. Aber bereits jetzt wirst du belohnt halt mit Bonus True Damage an Turrets. Ey, danke dir David für deinen Sub, mal willkommen. Danke dir. Ja, und jetzt kommt es gleich nochmal, ne? Jetzt ist die Void Grabs sind tot. Also was passiert jetzt? Jetzt swappen alle wieder zurück. Denn jetzt kann Toplane wieder weggeswappt werden vom nächsten Objective. Der Drake ist gleich da. Der wird ja auch gemacht. Aber jetzt kann Toplane wieder Toplane gehen, weil Toplane sind wieder halt weg von der Action zu swappen. Ist halt so. Great Riftmaker baut sich aus Haunting Guys? What? Das ist ja so OP. Das ist jetzt ja 10-mal besser als Leeching Lear. LOL. Aber du hast kein Omni-Vamp, I guess. Aber du hast halt den Damage Amplifier. Und der Damage Amplifier ist crazy. Obwohl er im Vergleich zu damals genervt wurde. Aber, ja. Und wir haben wieder Thunder Strike bei die Sin. Dieses Crit-Item, das dich heilt. Vielleicht willst du gucken, ob der Fight zu Ende ist. Okay. Wenn beim ersten Auto-Attack heilst du dich. Und kriegst Missing HP zurück. Wenn du zu viel Leben hast. Also dich, wenn du nicht mehr Leben brauchst, dann kriegst du ein Schild. Und du hast einen 150% Damage-Crit beim ersten Auto-Attack. Das ist nicht gerade schlecht, wenn die Sinner mit Q reinfliegt, macht da viel Schaden. Aber ich bin größerer Fan von Spirit of Chosen, von dem, was ich bisher gesehen habe. Und wir haben halt 3 Games gesehen oder 4 Games gesehen von die Sinner. Also, was da am Ende wirklich richtig ist, wissen wir alle noch nicht. Omni-Web ist bei Riftmaker, der passiv drin. Ich weiß, aber ich meinte jetzt Haunting Geist gegen Leeching Lear. Weil das halt früher beim ersten Base auf Gwen ganz gerne Leeching Lear gekauft, für halt auch Omni-Vamp. Und weil es halt Riftmaker sich ausbauen lässt. Und wenn jetzt Haunting Geist fast Item geht, dann hast du kein Omni-Vamp mehr. Oder hat Haunting Geist auch Omni-Vamp? Nee, oder? Hat Haunting Geist Omni-Vamp? Nee. Das ist ja zu OP. War es dieses Haunting-Ding? Haunting Geist ist ein Vor-Item vom Liandris-Item. Früher gewesen, dann wurde es removed, als Liandris zum Mage-Item wurde. Aber es ist quasi eine Maske, die gibt dir Magic Damage, also gibt dir AP und Leben. Und wenn du im Kampf drin bist, dann machst du mehr Schaden prozentual, je länger du fightest. Und jetzt kannst du in Liandris ausbauen und scheinbar auch in Riftmaker. Riftmaker gab es halt früher nicht, als es noch Haunting Geist gab, bevor Haunting Geist entfernt wurde. Ganz viele Änderungen sind quasi einfach nur Reverts von früher. Also es ist vieles, was wir schon gesehen haben in der Vergangenheit, was jetzt wieder eingeführt wird. Was ja auch Änderung ist. Es ist zwar bekannte Änderung, aber es ist Änderung. So, Sound hat sich das Magic Resistant Sunfall gekauft, ne? Kann das sein? Lass uns kurz den Fight erstmal gucken. Veto hat Teleport, ihr müsst ihn noch zünden, wenn er wirklich fighten möchte. Larsen ist bereits da. Veto hörte gerade Botlane-Turm und er sieht daraus, als würde die Rogue einen Herald for free bekommen dürfen, beziehungsweise halt für Botlane, aber da sind keine Platten mehr da. Heißt, es ist jetzt nicht unbedingt der größte Verlust. Wenn der Turm fällt, ist das nicht so bad, du hast ihn so oder so mit TP Advantage bald verloren. Jetzt zieht Veto noch rein. Makun muss rausflashen. Much love. Oh oh. Das ist jetzt gefährlich, ne? Makun ist nämlich noch dead und die Kamera fickt meine Existenz, Alter. Was ist das für eine scheiß Spectator-Kamera? Aber sorry, ich habe hier keinen Observer. Sigana sollte rennen, er hat noch Ghost, muss ihn aber erstmal nicht zünden. Jetzt sollte er ihn spätestens zünden. Tut er auch, aber ist schon zu spät. Junge, Gwen unbalanced, oder was? Gwen ist immun? Oh, okay, Bein noch gekillt, den Adam. Closes Ding. Aber nicht ganz ausreichend. Der Rogue hier anschließend Gold behind, ne? First Turret Bot den verloren und dann noch gestorben bei Harold. Also wenn sie Harold einfach abgegeben hätten und, well, I don't know. Man hat einfach alles verloren. Harold verloren. Botlane verloren. Terrible. Es ist schmerzhaft. Wirklich sehr schmerzhaft. Du bist der Observer, Tolkien. Ey, ich weiß. Aber ich bin auch der Caster und der Moderator und der Streamer. Also ich werde nicht nur Observer machen. Hey, danke dir, Ente süß sauer und hi, I'm Kame. Vielen Dank für den Sub. Vielen Dank für den Support, Leute. Ja, es ist das MR Sunfire Cape, ne? Take on Dealing Damage macht Magic Damage. Killing Enemy desolates an area around them. Aber warte, Killing an Enemy. Warte, irgendein Gegner? Oder nur Champions? Oder große Monster und so? Oder jeden, also auch jeden Minion? Bleib ein bisschen strong.
Das wäre ein bisschen sehr strong. Ich glaube, das ist der LeBlanc-Buildpuff, der für mich auch am meisten Sinn ergibt. Weil, wie gesagt, wenn du halt wirklich Storm Raider für das Item gehst, hin zu Shadow Flame, wie wir es heute ein paar Mal gesehen haben, da hast du einfach gar kein Mana. Heißt, hier geht V-Tour zuerst halt Sapphire Crystal, dann noch Scepter und dann geht der Storm Raider. Das Storm Surge mit der Storm Raider aktiven. Keepers Verdict so ordentlich weg. Kann man jemand in Herald einsteigen? Chuchu? Ja, da wird eingestiegen. Lünzers am Steuer und er fängt an zu driften. Wo driftet Lünzers? Wir gehen. Oh, gegen die Wand. Lünzers, das müssen wir jetzt nochmal erleben. Das ist zu wunderschön gewesen. Ich glaube, er dachte, er kann zurücklenken, oder? Er kann das Ding um die Ecke lenken, kann das sein? Look at this guy, look at him. Er steigt ein und er fährt los. Moppa! Well played. Da muss mal wieder mehr Sound geübt werden. Wollte er vielleicht Toplane driften durch den Fluss hindurch? Oder wollte er versuchen, Mitte die Kurve anzuspielen? Well, regardless, es hat nicht funktioniert. Ist krass. Ne? Also Gwen hat Lane ja sogar gesolo-killt, aber sie ist actually nicht stärker. Da sehen wir auch wirklich, dass diese Tank-Items einfach sehr viel Power in sich haben. Sunfire Cape, wie auch dieses AP oder MR Sunfire Cape. Hello Radiance, wir haben eine Pause. Hollow Radiance. Ja, nochmal zur Erklärung für die, die vorhin nicht da waren, aber das Item haben wir jetzt schon sehr oft gesehen, hier Storm Surge mit der Storm Raider aktiven. Storm Raider Surge war ja auch früher eine Keystone in League of Legends, bevor Facewash rauskam. Wenn du jemanden burstest, kriegst du Movement Speed. Das ist genau das Item hier auch. Wenn du jemanden burstest, kriegst du Movement Speed. Und das Item gibt sehr gute Stats. 100 AP, 12 Magic Pen und Movement Speed. Nico mag das Item, LeBlanc mag das Item, viele Burst Mages mögen das Item. Problem ist halt bloß, das Item hat kein Mana. Aber wenn du halt Storm Surge gehst, dann noch Shadow Flame und Sorcerer Shoes, hast du halt dreimal Penetration und kannst Leute wirklich one-hitten. Du musst halt bloß dein Mana-Problem irgendwie lösen. Das sehen wir halt mit Dos Chapter und Mana-Flow etc. Und dann baust du das Item einfach nicht aus und dann gehst halt Damage-Items. Jedenfalls sehen wir es bei einigen Leuten, machen auch nicht alle. Wir haben es auch gesehen, dass LeBlanc das ignoriert hat, Dos Chapter, und dann halt öfter mal war, aber dafür mehr Burst-Damage hatte. Ja, ganz interessant, wenn Mages auch Optionen haben, was sie kaufen dürfen. Und nicht immer jede Runde Loons, Echo, Shadow Flame, Deathcap, Void Stuff, Banshee's Veil oder Sonyas gehen müssen. Ein paar mehr Optionen dabei sind. Aber auch das ist quasi, das ist wirklich der Trend gerade. Wir haben sehr viele Sachen, die einfach sind wie früher. Alles, was wir im Game bisher gesehen haben, bis auf Sundered Sky, gab es schon mal, right? So, Haunting Guys, Liandris Shit, Storm Raider war mal eine Rune. Ja. Was auch cool ist. Ist halt Veränderungen, die wir schon kennen, aber die trotzdem sich neu anfühlen wird, weil sie halt seit Jahren nicht im Spiel war. Und Chat, da müsst ihr mir jetzt helfen. Ich sehe nämlich bei Support-Items gar nicht durch. Das ist jetzt das Gold, das ist Philosopher's Stone. 5 Gold pro 10 Sekunden, das heißt Support kriegt doch noch mehr Gold diese Season. Right? Aber kann man das nicht irgendwie noch für was anderes kaufen und verkaufen? Da muss ich mich echt nochmal einlesen bei Support. Da habe ich das Quest-System noch nicht verstanden. Wann genau du upgradest und du kannst doch irgendwie noch verkaufen, dieses Ding. Und kannst ein anderes Item kaufen. Da muss ich mich wirklich nochmal einlesen, das weiß ich nämlich nicht. Oder Chat hilft mir, das wäre natürlich auch super. Supporter kriegen noch mehr Gold, weiß ich nicht, ob das stimmt. Weil vielleicht ist das Item ja auch nur bis 500 Stacks und dann ist es bereits geupgradet und hast du ja theoretisch weniger Gold im Early Game. Weil es ja aktuell geht es ja bis 1000 Stacks. Weiß ich nicht, muss ich mich einlesen bei der Support-Quest-Sache. Muss ich noch herausfinden. Ich glaube, man kann sich nach der Quest das Item aussuchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Du kannst dir nach der Quest eins der Items aussuchen. Ja, ich glaube, da gehe ich gleich mal kurz ins Practice-Tool rein zwischen den Games oder so und gucke mal einfach selbst nach, wie das funktioniert, weil ich verstehe es nicht. Muss ich mich noch einlesen. Ja, jetzt Nature's Tooth auf Gwen, also ganz Standardbild. Adam aber immer noch Monster-Tanky. Krass, dass die Gwen so wenig Progress machen kann. Aber jetzt kommt hier Rogue dazu und will Adam ganken. Aber der hat natürlich immer Ult, um rauszukommen, wenn er müsste. Er sollte einfach ulten und er wird geblockt von Zigenda. Der junge Franzose wird hier von dem Mann aus Dänemark niedergeschnippelt. Bop, bop, bop. Und nochmal die nächste Schnipp-Schnipp-Kombination. Sollte den zweiten Solo-Kill zeigen. Topside. Und jetzt gute Rotation von ganz random LDC-Team. Erst jetzt ist Rogue down. Rogue wird aufgeräumt. Und noch immer ist Makuli nicht angetroffen. Und das Rogue-Lineup wird hier ziemlich abrasiert. Von den 5 Randoms. Oh oh. Das ist aber kein gutes Zeichen für Rogue, wenn sie als Team zusammen so abrasiert werden. Aber then again, die meisten Teams scrimmen ja erst ab 3. oder 4. Januar. Das heißt, wahrscheinlich hat Rogue noch gar nicht zusammen gescrimmt. Weil wer ist ihr Gegner? Gegen wen sollen sie scrimmen? Gibt nicht so viele Leute, die aktuell scrimmen.
Vielleicht sind es ihre ersten paar Games zusammen mit ihrem neuen Lineup. Oh, und Makun wird getötet. Geil gespielt, Mann. Ja, es hat einen Ward gewesen, hat da die Crux gefarmt. Man wartet auf ihn, flasht ihn an, stirbt. Wir haben einen der neuen Nashes. Ne, es gibt jetzt mehrere verschiedene Nashes, die einen Special Move haben und die auch andere Pits um sich herum erschaffen. Eine andere Höhle quasi, einen anderen Abgrund um sich herum haben. Das ist ja natürlich der normale Nash, ne? Den kennen wir alle. Der sieht ein bisschen anders aus als früher, aber er hat auch keinen besonderen Special Move. Er macht diesen komischen Slowdown von oben. Es gibt so einen Nash, der zieht dich ran. In so einem Trichter zieht er dich zu dir. Dann einer macht diese komische Spuckpfütze nach vorne und der macht diese drei Kopma-Ulze, was es ist. Aber es ist auch eines der normalen Pits natürlich, keines der neuen Pits. Bam! Also für mich, ich finde, das ist die coolste Änderung der Karte, wenn mich fragt, ist das hier. Also hier, dass hier halt eine Wand entsteht und hier das gleiche, sollte dafür sorgen, dass Teams nicht mehr so einfach Herald und Drake traden sollten, weil oftmals hat ja Red Side Drake for free bekommen und Blue Side Herald for free, weil du das jeweilige Objective halt rausziehen konntest und dann recht schnell Richtung deiner eigenen Basis entrinnen durftest. Da ist jetzt eine Wand im Weg und die Wand wird helfen, dass Blue und Red Side ähnlicher werden vom Power Level her. Obviously trennt Blue und Red Side noch eine Menge, Pick- und Bandphase und diese neuen Botlane-Wände. Aber die Objectives sind, glaube ich, dadurch cooler insgesamt. Maybe liege ich falsch, aber so sieht das für mich aus. Wie lange der Fabi für den Sub mal bekommen? Danke dir. Der hat aber ganz schön das Stomp hier. Ne, deutlich weniger Games als Kills als in allen anderen Games, die wir heute gesehen haben. Alle anderen Games hatten so jetzt schon so 40 Kills. Hier sind wir bei wenigen. Aber noch eine eindeutige Tendenz Richtung Team Blue Side. Die 5 random EDC-Spieler machen hier richtig Arbeit. Gerade Noah und Jun sehen sehr stark aus gemeinsam. Von Anfang an Bot dann halt invaded und die Gromp invaded. Bisher haben wir jeden einzelnen Spielverlauf Blue Side dominieren sehen, was halt einfach daran liegt, oder unter anderem daran liegen könnte, vielleicht, dass diese Scheiße zu fucking dumm ist. Also, du bist halt so safe hier und hier kannst du einfach überall durchlaufen. Alles invaden und danach diven gehen. Das ist einfach zu strong, I think. Du musst auf Red Side eine starke Botlane haben. Du musst irgendwie Varus Kalista gehen oder einfach irgendwie Priorität genießen. Was ist das für ein anderes Sound-Item? Was ist das? 400 Leben, 80 MR und wenn du keinen Damage nimmst, dann kriegst du ein Magic-Schild für 853. Yo, what? Wait, what? Ich dachte erst, es ist quasi irgendeine Art von Magic Resistance Varmox. Aber er kriegt einfach einen. Guck mal, das ist ein Schild. Das geht erst jetzt runter. Halt noch ein Schild. Lol. Lol. Cool. Weil es gab auch echt wenig gute Tank-Items. Es gab eigentlich ein bisschen Mask. Das hast du gekauft, weil es so günstig war. Auf dem aktuellen Patch. Force of Nature wurde ja tot genervt und es sind jetzt schon 2 neue MR-Items. Es gab halt eine Milliarde gute Armor-Items, die alle Valve waren. So Thornmail, Randuins, Frozen Heart. In verschiedenen Situationen hast du das und das Item gekauft, während bei Magic Resistance war es quasi immer ein bisschen Mask, nachdem Force of Nature genervt wurde. Spirit Visage ist auch zu schwach in fast allen Champions, außer so auf Mundo oder so. Selbst auf Aatrox ist Maw besser in fast allen Situationen. Oder Strike's Gage und so, mal sehen. Aber ja, das ist interessant. Weil guck mal, Adam ist actually tanky. Auf Live-Patch hat der Gwen gerade 3-mal den Zaun getötet, weil er einfach nur ein MR-Item kaufen kann. Und dann geht danach so Radiant, Virtue oder Juxu, was so halbwegs MR hat, aber nicht wirklich, gibt ja auch Rüstung. Und dann sind halt wirklich 2 fully dedicated MR-Items, die er gekauft hat. Auf einmal kann der Tank den Bruiser auf Sideline beantworten. Wait, wie hat Makun gerade Toplane getötet? Larsen wird gesolo-killed von WTO und danach kommt Makun und rächt ihn, oder wie? Oh, er hat nicht gesehen, dass der Ward um die Wand kam. Eieiei. I see. Muss auch sagen, ich bin mir nicht sicher, wie ich über Camille und Poppy und Vayne Toplane denken soll. Weil gefühlt ist Toplane so offen, was Wände angeht. Also es ist halt auch sehr geschlossen, was Zugänge durch den Wald angeht. Aber wo soll Camille hier jemals E drücken? Also wenn du hier in der Mitte der Lane die Minimap annimmst, nach links ist scheiße, nach rechts ist nicht mal eine Wand da. Not sure. Muss ja auch noch spielen, um eine Meinung zu haben, ehrlich gesagt. Für Qiyana auch richtig schwer, oder? Weil Qiyana spielt ja oftmals eher Büsche in Landing Phase, aber ja, sie kann Leute ja auch im Fluss stunnen. Ich glaube, für Qiyana ist nicht ganz so wichtig. Aber du meinst jetzt natürlich jetzt auch, dass sie ihren Bonus-Damage kriegen kann. Das sollte sie von der Reichweite her schaffen, ohne dass sie Probleme haben sollte. Aber maybe auch relevant, klar. Alles Terrar, das sich ändert, ist halt für die Champions, die mit Terrar interagieren, relevant. Vielleicht ergeben sich ganz neue Choke Points für Anivia und Trundle Walls, für Jarvan und für, keine Ahnung, für all dieses Bett.
Wie viel MR hat der Zaun jetzt? Zaun hat aktuell knapp 300, 287. Er ist echt tanky. Nicht mal jetzt ist sein Schild weg von seinem Item. Jetzt wartet er wieder, bis er sich wieder auflädt, wenn er darf, ne? Kennig Rukern, Alter, was will das Item? Und dadurch, dass Zaun halt so viel Bonusleben hat, das Geld ja mit 20% Bonusleben, hat er knapp 1000 Schild durch dieses Item. Das ist schon heftig. Vor allem, weil auch sein anderes Schild von seiner W, von Zofern, das wird zuerst abgezogen und dann erst das Schild. Das heißt, er kann ganz viele Schilde spammen. Was echt stark aussieht, wenn ich sie sehe. Kein Wunder, dass Tanks wieder populärer werden, wenn Bruiser Divine Thunder verlieren und Tanks actually fein sind. Also, auf dem Live-Patch hätte Gwen Zaun dreimal gesolo-killt. Viermal, fünfmal, sechsmal. Hier hat sie ihn zweimal gesolo-killt und ist trotzdem behind. Heftig. Gute Items halt, ne? Jetzt geht Lars in den Monster-Flank rein. Rogue bäumt sich auf. Guckt auf die Ice Lady aus dem Freljord. Sie geht in den Monster-Flank und sie findet nur Lynzas. Und der ist recht hanky, der ist poppy. Keeper's Verdict haut zumindest Solis raus. Und auf einmal bist du um 3 gegen 3. Und ja, Larsen darf sich mit dem Glacial Path retten, aber nicht für lange. Denn da kommt Noah, der Fnatic AD Carry. Kriegt ja, oh, den Kill mit Flash Old Peng. Ja, Fnatic Spot dein Baby. Und Noah und Jun, das junge koreanische Duo, kann er weiter chasen. Geht den nächsten Kill. Noah nicht balanced. Sieht sehr, sehr stark aus, was er hier zusammenspielt, aber er ist auch fairerweise mittlerweile extrem gefeedet. Und er hat das neue Bits End gekauft, das kein AD mehr gibt, ne? Interesting. Es gibt jetzt 20% der Nested, die kein AD mehr. Ich hätte gedacht, er kauft vielleicht Terminus lieber. Das Terminus ist ja quasi das neue Wits End. So ein Item, das gibt dir Armor und MR, wenn du hittest. Und das macht auf dem anderen Auto-Attack, macht das Magic Damage oder, ja, also macht halt auch eine Damage. Und gibt dir aber auch AD im Item-Bild. Dieses Wits End ist eher so ein, also Irea liebt es halt. Irea liebt es. Und generell Champions, die normalerweise halt oft CC'd werden. Deswegen brauchen sie halt Tenacity, ne? Während AD Carries wie Kog'Maw und auch Varus und ich dachte auch Ciri vielleicht lieber für Terminus gehen würden, weil sie ja tendenziell nicht so sehr Frontline spielen, dass sie CC'd werden sollten. Aber wenn du halt so fett bist wie Noah hier, dann kannst du auch Frontline spielen und halt reindashen. Da gibt es auch Sinn, dass du dann halt Clans spielst und Tenacity oben drauf. Oh, du stehst noch drin. Oh, oh. Sigenda? Lol. Das ist ein Tilter. Und Sigenda im All-Chat gibt uns den traurigen Smiley. Adam schreibt das XD zurück. Nice. Jetzt kommt der nächste Challenger für den Turm. Gucken wir auf, wir gehen in die Larsen Camp. Er will ein Autodeck machen für 800 Gold. Nice. LOL. Durch Objective Bound hat er 780 bekommen und nochmal 105 lokal, globales oben drauf, Alter. Holy shit, ist der Turm für Gold wert. Holy shit. Dann knapp 950 Gold, also ein Scheiß. Das ist krass. Holy moly, Mann. Das schreibt auch Sigenda, ne? Er kann seine beiden Schilder einfach nicht brechen. It procs the shield item first and then I can activate W. Oh, what? Ach so, das ist ein Bio. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Weil Adam das schreibt. Also quasi, er kann das Schild-Item sich aktivieren lassen und dann W drücken. Und wenn dann der Damage nicht durchkommt, dann lädt sich das Schild schon wieder auf für den nächsten Fight. Das heißt, du musst dann das andere Schild brechen, bevor du an dem anderen Schild wieder dran bist. Und währenddessen ist ja Sounds W, kann ja auch wieder Cooldown Reduction bekommen. Dann kannst du es wieder aktivieren. Lol. Das ist eine crazy Synergy, actually. Gerade auch, weil es halt, es gibt ihm halt 1105 Schild. Das ist schon heftig. Right? Das ist wirklich keine OP. Ergibt voll Sinn. Das heißt, du musst auch warten, bis du einmal gehittet wirst. Ne? Du darfst nicht direkt W drücken. Du musst dich einmal hitten lassen und dann W drücken. Das ist quasi die wichtige Mechanik, wenn man das als Mechanik benennen möchte. Also wenn das halt stimmt, was er schreibt, dann würde das auch absolut Sinn ergeben. Da noch ein Gargoyles dazu. Also weiß nicht, ob er es jetzt noch kaufen würde. Natürlich Gargoyles auf Sound sehr sinnvoll. Du kriegst halt sehr viel Bonus-HP auf dem Champion, also ist Gargoyles strong. Ja, könntest du natürlich machen. Warum nicht? Wer soll dich aufhalten? So, ich kann gerade nicht rüber gucken zu Sion und seine Resistenzen sehen, oder? Kann ich? Nice. Der aktuell 300 MR und er hat nur 200 Armor. Er braucht aber nichts wirklich davon. Rogue ist ready, schreiben ready. Comp ist bereit zu spielen. Das Game sieht aber ziemlich doomed aus, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht können sie sich nochmal durch einen wilden Teamfight retten, aber aktuell eher schwer, das Spiel zu spielen für die Boys von Rogue. Es gibt kein Gargoyles mehr. Oh, oh, I didn't know. Aber Jakshu macht doch das, was er immer gemacht hat, ja? Es gibt aber kein Leben mehr. Du kriegst 30% mehr Rüstung und Armor. Orn liebt dieses Item. Case Hunter vergöttert es. Holy fuck.
Wie viel ist es auf Live-Patch? Niemals so viel, oder? Stackst du einfach linear hoch, oder nicht? Glaser geht gegen Noah ran, aber Noah hat MR und Tenacity von Wizend. Der ist Full-Tank. Die gescalte Level 16 des Hunter macht keinen Schaden. Ja, sie ist auch 0-4, klar, aber der hat trotzdem 200 Items. Und Siri hat halt Wizend und lacht sie alle aus, ne? Also ist krass. So tanky dadurch. 50 MR und ordentlich Tenacity und da kommt der FF-Vote. Rogue hier hart geschlagen worden von den 5 random LEC-Jungs. Starkes Game. No joke. Auch die permanenten Botnet-Dives waren halt insane. Ich würde super gerne mal Rogue auf Bruce halt sehen, ob sie auch Botlane so anspielen, weil das war alles, was Early Game war, weil wir diven Botlane, es hat halt insane geklappt. Und die ersten drei Groms wurden alle invaded. Botlane wurde ordentlich weggetaucht und dann haben halt Noah und Jun einen kleinen Finger von dir und reißen den Arm aus. Haben sie extrem gut gelöst und wird verdient gewonnen, definitiv. Absolut interesting zu sehen. Wir gucken mal kurz auf den Discord drauf, auf die Lobby weitermachen.